Die Sperrschichttemperatur ist in Leistungshalbleitermodulen und auch in elektrischen Antrieben, das heißt auch in Getriebenentwicklungen, eine zentrale Größe, eine Schlüsselgröße. Und mit meinem Verfahren kann man diese Sperrschichttemperatur während des regulären Betriebes messen. Und aus dieser Sperrschichttemperatur kann man wiederum auf verschiedene Informationen schließen, die zum Beispiel Zustand über die Belastung von diesen Leistungshalbleitern und auch über den Gesundheitszustand von diesen Leistungshalbleitern geben. Das heißt, Sie haben eine Technologie entwickelt, die in der zukünftigen Elektromobilität entscheidend sein könnte. Man hat den Eindruck, dass die Branche insgesamt ihr Augenmerk hauptsächlich noch auf die Elektromobilität richtet. In der Vergangenheit war das ganz anders. Sehen Sie wie sehen Sie als Nachwuchsexperte diesen Trend in der Automobilindustrie? Ja, also man hat es hier an der Konferenz ganz deutlich gesehen. In fast jeder Präsentation waren elektrische Antriebe im Getriebe platziert und mein Verfahren geht jetzt noch einen Schritt weiter, denn mit dieser Sperrschichttemperatur, das ist die Größe, die Ingenieure aus dem Bereich der Elektrotechnik mit den Ingenieuren aus der Mechanik zusammenbringt. Also das ist ihr gemeinsames Ziel, diese Temperatur in gewissen Grenzen zu halten. Und deshalb finde ich das sehr spannend, auch um vielleicht Zwiespaltigkeiten zwischen diesen beiden Fachrichtungen, die es ja manchmal in Unternehmen vorliegen, gibt aufzulösen. Das heißt, das ist ein sehr spannendes Thema, um Ingenieure verschiedener Fachgebiete zusammenzubringen. Sie hatten nicht nur die Gelegenheit, Ihre Technologie hier zu präsentieren, sondern durch ein neuartiges Verfahren, ein Präsentationsverfahren, auch die Chance, sich hier vor der Branche, vor den internationalen Experten vorzustellen. Wie wichtig ist so eine Gelegenheit für die zukünftige berufliche Tätigkeit? Ja, also das ist sehr wichtig für mich, denn Arbeit, die in der Forschung gelingt, also die in der Forschung entsteht, muss den Sprung schaffen in die Entwicklung bei den Herstellern. Und dafür sind solche Konferenzen hier prädestiniert, dass man einfach interessante Themen aus der Forschung kommunizieren kann in die Industrie. Und dass das da fruchtet, ich habe heute noch interessante Kontakte knüpfen können in diese Richtung. Das heißt, das Verfahren bei uns an der Uni ist das abgeschlossen. Ja, wir haben das erforscht, wir kennen die Charakteristika, wir kennen uns aus mit dem Verfahren. Und jetzt muss es den Sprung in die Industrie schaffen. Und dafür sind solche Konferenzen optimal.